Charlotte Seiter, Philosophin, Klangforscherin, Komponistin. Ich habe mit 7 begonnen mit dem Komponieren. Ich hatte Klavierunterricht und habe dann neben dem Klavierunterricht große Freude daran gehabt, mir einfach selber Stücke zu machen, die spannender waren. Lateinisch Componere, die Klänge zusammenstellen, ordnen, das macht Charlotte Seiter ganz klassisch. Ich schreibe auf dem Papier mit Bleistift und Radiergummi, wie Komponisten das immer getan haben, und korrigiere an diesem Anfang einfach so lange, bis er wirklich richtig komplett steht und bis auch alle Detailanweisungen richtig sind. Es ist eigentlich immer zuerst etwas da, was noch vorklanglich ist und was zu tun hat mit einem Zustand des Unbewussten, sagt die Komponistin. Eine Ahnung reift heran, bekommt Form und Charakter. Und dann beginnt dieses Wesen, das man da irgendwie aus dem Dunkeln zieht, beginnt immer mehr Kontur zu zeigen. Das hat die und die Arme, es ist klibberig, es krallt sich da fest und dann biegt es sich nach unten um und dann friert es plötzlich ein und das ist so, als ob es nie da gewesen wäre und dann taut es plötzlich auf und diffundiert nach oben und dann ist es nur noch Gas und dann ist es weg. Herauskommen Klangtexturen, die durchaus ungewöhnlich sind. Klänge eines Heulschlauches zum Beispiel oder einer Windmaschine. Klänge, die Charlotte Seiter mit renommierten Musikern und Orchestern auf der ganzen Welt zur Aufführung bringt. Der Praetorius Musikpreis in der Kategorie Niedersächsischer Kompositionspreis geht an Charlotte Seiter.